MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. 514. Oh! Eine überfahren aus Versehen. Hier rechts war eine Haltestelle. Naja, Sachen gibt's. Pech gehabt, ne? Ah, immer Stau. Oh, jetzt wird's hier tricky. So, jetzt vorsichtig. Jetzt muss ich denken ein wenig. So. Ja, das war klar. Jetzt müssen wir kurz wenden. Hoppala. So, ein Stück zurücksetzen. Und Vollgas. Bingo, hat doch geklappt. Ich wollte gerade schon sagen, dass das nicht funktioniert, hä? So, vorsichtig. Wow, was war das? Wow, was geht jetzt? Was ging denn jetzt ab? Ich bin nirgendwo gegengefahren, das ist manchmal der Hammer. So, eine Minute haben wir ja Zeit. Wunderschön, alle sind eingestiegen, wir können weiter. Ah, so. Nächste Haltestelle. Nächste Halt. Was? Wie heißt die Straße? Königstraße. Okay. Königsstraße, wo haben wir die denn? Ich glaube, da war ein Haltewunsch. Wenn man zu stark bremst, ist das ganz lustig. Dann setzt der Wagen ganz plötzlich auf, in der Mitte, irgendwo. Also, wir sind wieder ein Minütchen zu früh. Das ist natürlich gut. Das hört sich geil an. Die Polizei blitzt wieder in der Waldenberger Straße. Die Polizei blitzt schon wieder. Die böse Polizei. Die nimmt sich aber hier auch was raus, hä? Blitzt uns einfach, wenn wir zu schnell fahren. Das ist eine Sauerei eigentlich. Das Nationalmuseum. Wird wegen Totschlages des Busfahrers nie erreicht. Ja, biegt auch noch ab. Dankeschön. Ist mir jetzt egal, er hätte weiterfahren können. Ich kann nicht immer Rücksicht auf alle nehmen, ne? Das geht einfach nicht als Busfahrer. Nein, das geht nicht. So, Leute, es tut mir zwar höllisch leid, ne? Also eins müsst ihr verstehen, ne? Ich kann keine Rücksicht nehmen auf alle. Entschuldigung, kann ich mal durch? Ich muss pipi. Entschuldigung, danke. Ich gehe mal kurz pinkeln. Mann, Herr, das ist immer so ätzend hier. Ah, endlich Wasser lassen. Uff, so. Vorsichtig vom Pipi zurücktreten. Nicht, dass man noch reintrampelt. So, und jetzt ganz schnell wieder rein. Ah, so. Wunderbar. Ist das schön. Endlich ohne Pipi-Druck Bus fahren. Achtung, worauf Achtung? Wegen der Ampel bestimmt, ne? Oh, die habe ich aber gut erwischt, die Ampel. Da möchte jemand raus. So. Ich glaube, wir sind zu schnell. Oh, glücklich sehen wir momentan auch nicht aus. Ich bewege die das Lenkrad mit magischer Kraft. Ich bewege das nur mit den Daumen, so gesehen. So, es sind zwar alle drin, aber wir sind 2 Minuten zu früh.
diese Funktion des Motors, während des Laufen des Motors geht diese Funktion nicht, was das auch immer war. Der Friedensengel via Stuck, fahren wir hin, wunderschön. Ah, das ist das Ding hier. Okay. Hier sind 30 erlaubt. So, dann fahren wir auch nur die 30, die erlaubt sind, würde ich sagen, oder? Weil sonst gibt es wieder ein Chaos, Katastrophe oder so. Müssen wir ja nicht unbedingt haben. So, nur kurz beschleunigt gehabt. Die 101 steht wieder im Weg und es hat geschellt. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Desktop schließen. Hab die Motorleistung ein bisschen angehoben. Wir haben jetzt satte 400 PS als statt 320, was wir vorher hatten. Und ich finde, das ist auch gar nicht so unwichtig. Was ist denn los hier, hä? Kollege? Was war das denn jetzt wieder für ein Aussetzer? So unnötig manchmal. So, bitte alle einsteigen, aussteigen, so wie es geliebt ist. Na komm, keiner mag einsteigen, keiner mag mehr Geld geben. So, die nächste Route war 514, wenn ich mich nicht vertue. Sind jetzt alle Türen zu? Ja. So, kurz hier mit Vollgas drüber. Hier auch noch. Schaffen wir es? Ja, wunderbar. Den Weg haben wir auch geknackt. Hier wird wieder gebimmelt. Ah! Wir wurden geblitzt, Leute. Habt ihr das gesehen gerade? Die Scheiße. Mann, aber auch. Das ist doch fies. Wunderbar, er ist weg. Einfach mal gegen einen fahren, der in den Weg steht und zack, der verschwindet einfach. Das ist echt cool. So. Wunderbar, hier waren wir auf jeden Fall auch pünktlich. Ah, mehr wollen nicht mitfahren. Bitte mal weniger. Nächste Haltestelle, Grillparzer Straße. So, vorsichtig. Die Steuerung ist von dem Spiel gar nicht so schlecht, wenn man mal überlegt, wie alt das Spiel mittlerweile ist, ja. Aber man muss eins dazu sagen, was ich sehr schade finde. Nicht in die Mitte, oder? Noch ein bisschen weiter müssen wir. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ja, jetzt ist die Frage, wo muss ich halten? Ja, ist ja die Haltestelle vor uns, ne? Sonst sehe ich hier nirgendwo eine. Von daher. Achtung, Blitzer auf Höhe der Osnabrücker Straße. So. Einmal alle raus, die nicht mehr mitfahren wollen. So, wunderbar. Nächste Haltestelle, Heidenauplatz.
Der Heidenhauptplatz. 514 ist die Ersatzlinie, die wir jetzt fahren müssen dann, ne? Huch. Jetzt müssen wir gucken natürlich, wie wir hier wieder runterkommen, ne? Wir sind ja keine Straßenbahn letztendlich. Na komm, geht's denn auch mal vorwärts hier? Nee, ne? Doch, tatsächlich. Will einer raus? Oh ja, wow. Jede Menge wollen hier raus. Es wollen sogar welche mitfahren. Die zwei Herren gesellschaften sich gerade zu uns. Nicht? Okay, dann nicht. Na, ich kann ja keinen zwingen mitzufahren, ne? Jetzt fahren wir hier wirklich auf der Straßenbahnseite. Mann, 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 Mann. Übrigens, das Let's Play beinhaltet noch ein paar Folgen, bis wir 20 Folgen voll haben. Und danach gibt es nichts mehr an Citybus Simulator. Dann kümmere ich mich noch um die anderen Projekte alle und dann können wir auch neue Projekte in Angriff nehmen. Mal geil gucken, was da vorne so los ist. Nix. Ah, wir sind gleich da. Dann müssen wir die 514 annehmen, wenn wir angekommen sind. Ah, wir haben die Straßenbahn vor uns. Naja, wir sind 3 Minuten zu früh, von daher ist das jetzt gerade relativ egal. Wir haben Zeit. Können uns ein bisschen ausruhen, ein bisschen chillen. Hoppala, wäre fast in ein Unglück. Da dürfen wir rein? Okay. So. Wunderbar. So, jetzt sollen wir wechseln. Das wissen wir ja noch. Erhöhtes Fahrzeugaufkommen in der Naglerstraße ist mit Stop and Go zu rechnen. 514 müssen wir anmelden. Halt. 14. So. Die aktuelle Verkehrslage so hat sich geändert. Achtung, Fuß vom Gas in der Prinzregentenstraße. Wunderbar. Weiter geht's direkt. Mit einer kleinen Kurve hier. Ah, Mann. Was ist denn los hier? Wir haben Rot. Okay, gut. Dann halten wir halt an.